Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Deponia Doomsday. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Weg, um die heiße Kartoffel aus dem Grill zu kriegen. Wir haben zwar Eiswürfel, aber ich weiß nicht, wie ich die Kartoffel kühlen soll. Und den Bart brauchen wir, um den dem Rattenjungen zu geben, aber der hält nicht. Das können wir mit dem leider nicht kombinieren, das habe ich schon probiert. Ich weiß es nicht. Wir brauchen die Kartoffel, irgendwie. Gucken wir nochmal in Lonzos Kneipe. An Dartscheibe können wir auch nichts machen. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Ach, der Al- Ob ich auf... Hey, Ruf! Hey, Lonzo, was gibt's Neues? Nichts. Oh, danke, bitte keine Umstände. Gut, der sagt nichts. Muss wir nochmal mit Toni sprechen. Uhu, Schnutzelbärchi. Du wirst nicht glauben, was schon los war. Was heute schon alles los war. Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Oh nein. Was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Nein. Ja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Ich will ihm das mit den Dingern nicht erzählen. Der Organon wollte Deponia sprengen. Aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Plötzlich, ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Wir hatten uns getrennt. Wir hatten uns getrennt? Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Oh Mann, die hat doch kein Vertrauen in mich, oder? Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. So, komm, wir sagen es jetzt trotzdem. Irgendwas wird dann bestimmt passieren. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Nein. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Ich sag's dir einfach, komm. Die Gläser sind kaputt gegangen. Oh Gott. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. Sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Eingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe dir viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Gut, dann müssen wir das wohl so lassen. Sitzt, aber beeilt. Sprengplan. Können wir auch nichts machen. Lotti, können wir auch nichts geben. Ich habe keine Ahnung. Die
Grillstation gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Ich probiere es einfach mal aus, das jetzt alles. Wohl, was man sagt, wenn die hast du eine Kartoffel. Nein. Bügel ging auch nicht. Ich habe das ja alles probiert. Können wir vielleicht Wachs ins Glas füllen? Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Das hielt er zusammen auch nicht. Gerade voll der Hammer. Leider hat er schon einen. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Strohhalme. Die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ich könnte mal mit Wenzel sprechen. Hey Rufus, Lust auf eine Partie Faulobst legen? Nee, der hat auch nichts. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Es ist wahrscheinlich irgendwie sonnenklar, was ich machen muss, aber ich komme nicht drauf. Halt! Flaschenbürste? Habe ich die ganze Zeit übersehen? Er nimmt die, aber mach Mist. In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, die bereits Haare wachsen. Die brauche ich bestimmt. Ich komme ja so nicht an die... Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Mehr Gefühl und weniger Spucke? Wir spielen nicht für Almosen. Wir spielen für die Musik. Weiß sie das auch? Es klingt nämlich so, als würde sie gegen euch spielen. Können wir ihm was andrehen? Wir spielen nicht für Almosen. Wir spielen für die Musik. Ja, hatten wir schon. Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? In deinem... Naja. Hier, nimm ein Glas mit Eis. Was soll das? Etwas. Naja. Vielleicht hilft ihm das. Vielleicht geht er damit seine Kopfschmerzen weg. Vielleicht solltest du zwischendurch mal Wasser trinken. In meinem letzten Drink war ein Eiswürfel. Reicht das nicht? Doch, ich glaube, das zählt. Gehen wir ihm in den Bad. Du solltest dich mal rasieren. Du siehst aus, als hättest du 3 Tage durchgesoffen, die Nächte inbegriffen. Nur 3? Dann scheint die Gesichtscreme ja doch zu wirken. Ach Gott, was machen wir denn noch? Ich guck mir noch meinen Schrottbeutel an. Vielleicht kann ich ihn doch mitnehmen. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Montgolfière... Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ah gut, damit bauen wir also jemand den Elefant einfangen. Nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt. Der Ofen ist ja noch aus. Tja, den müssen wir auch erstmal noch anmachen, irgendwie. Sehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen.
wenn ich jetzt die Zeit nochmal zurückdrehe, habe ich dann, kann ich dann das Dartspiel nochmal spielen? Habe ich die Sachen dann alle noch im Inventar drin? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Knickerfolie habe ich ja, glaube ich, die ganze Zeit jetzt drin. Ich probiere es einfach. Wollen wir nochmal? Ich weiß, es scheint mir immer... Bist du dir... Du weißt... Egal, das kann ich... Hauptsache die... Ja, schon zu spät. Oh. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Tatüta. Rufus? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Ja, komm her. Komm. Kommen. Kommen. Ja, jetzt sind wir abgelenkt. Jetzt gehen die Gläser kaputt. Das hatten wir ja alle schon. Nein! Alles wieder weg. Und? Ich muss wohl, bevor wir das... Ach, scheiße. Auf Tack ist immer Verlass. Zumindest... Er kommt, alle, und ich... Jetzt müssen wir das wirklich alles normal machen. Was ist los? Ja, komm, das überspringen wir alles. Hier gab es ja auch nichts für uns, glaube ich. Hey Rufus, warte doch mal. Nicht jetzt, ich hab wichtig. Und du bist doch. Na gut, dass das nicht nochmal kam jetzt. Hey Lotto. Was heißt? Du bist jetzt also... Wieso? Hab im Ge- genau genug. So, und die machen das. Ja, komm, alles überspringen hier. Du hast keine Oberwaffe. Aber leg... Fällt dir! Ich finde dich gut, so wie du bist. Na dann, so, das haben wir. Ich meine, gut, dass wir nicht alles normal sprechen müssen. Das Spiel kürzt also doch so ein bisschen ab. Das finde ich gut. So, den Bart. Strohhalm. Glas. So, nehmen wir den Dartpfeil und spielen Dart. Und. Wow, damit hat hier Gewinn ein Strom. Na super. Wir bekommen also das gleiche nochmal. So, jetzt stehen wir im Grunde genauso da wie vorher. Hey, Wenzel. Hey, Lust auf ein... Ach, aber Rufus. Du wolltest dir eine Trittleiter aus... Am Ende hast du eine. Immer machst... Man muss sich eben auch über die kleinen... Ich muss weiter, mein... So, irgendwie müssen wir das... Irgendwie müssen wir, dass wir das hinkriegen. Out! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Ja, nur wie? Zum Glas hat er nicht so hingehauen. So, ich brauche wieder das Glas mit Eis. Soweit war ich ja schon mal. Ich spreche gleich nochmal mit McChronicle. Vielleicht kann ich von ihm irgendwas kriegen. Hm, das könnte passen. Aber wie rum? Ah, wird schon nicht so wichtig sein. Schilbert, man nimmt dich zurück und genießt die coole Atmosphäre. Hey! Gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glücksstadt.
Träne. Vielleicht ist hier reinpacken sollen. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Danke, Mann. Das war echt nötig. So, jetzt gehen wir nochmal raus und fragen nochmal McChronicle. Vielleicht hat er noch was für uns. Hey, Mac. Die Frage ist, ich betrachte... Nein, wollen wir nicht. Und? So funktioniert das. Hm, vielleicht hältst du die Angel. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quanten. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Man sieht sich. Irgendwas müssen wir also machen. Ich weiß nicht, was. Ausgeschlossen. Wir werden also jetzt diese Runde hier wieder beenden. Und vielleicht gucke ich mal kurz in eine Lösung rein online, um zu gucken, was ich machen muss. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus. Tschö.